Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Subsistence hier auf Dalbert TV. So, es ist endlich soweit. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich heute Nacht ein paar Banditen ausgemacht habe. Und zwar hocken die, hier man sieht es glaube ich sogar noch, hier zwischen. Und da werden wir jetzt einfach mal hinstiefeln und werden mal gucken, ob wir die Jungs ein bisschen zerlegen können. Dass wir da noch mal ein paar Zahnräder rausbekommen. Weil ich brauche mindestens ein Zahnrad, damit wir schon mal zwei Türöffner bauen können. Und dann wollte ich ja noch so ein paar Brandsätze basteln. Je nachdem, wie lange das Unterfangen noch dauern wird. Ich habe keine Ahnung, was man dafür braucht. So, dass wir dann endlich mal an die Megabase gehen können. An der Stelle auch noch mal vielen Dank. Die Kommis habe ich natürlich gelesen, wo ihr mir erklärt, wie viele Leute da eigentlich drin sind. Es scheinen wohl nur drei Leute zu sein, so wie bei den anderen auch. Nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass die Jungs da schon ein Bettchen drin haben und dementsprechend ein paar Mal wieder rein spawnen. Was das Ganze natürlich ein bisschen spannender macht. Schauen wir mal, irgendwo habe ich doch hier eben diese zwei Brocken gesehen. Da sind sie. Fangen wir mit Kupfer an. Zink nehmen wir auch mit, wenn er dann gleich noch da ist. Vorne ist eine Kiste. Würde ich auch gleich in Angriff nehmen. Und dann gucken wir mal, ob wir heute die Destille fertig kriegen. Wo ich mir gerade noch ein bisschen Sorgen drum mache, ob wir das zeitlich hinbekommen. Thema Masse und Strom, weil da brauchen wir echt noch eine ganze Menge von. Aber ich habe jetzt mal alles ausgemacht, also den Bohrer und den Erzverfeinerer da, in der Hoffnung, dass wir dann genug Saft reinbekommen und notfalls fällen wir nachher zusammen noch mal ein paar Bäume, dass wir mit Stöckern die Masse zu Ende auffüllen können. So, noch mal kurz orientieren. Da sollten sie sitzen. Also genau auf Kurs bin ich jetzt. Wollen wir uns mal vorsichtig nähern. Am besten von oben, wenn es irgendwie geht, weil dann habe ich definitiv die besseren Sichtverhältnisse. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass mindestens ein Zahnrad für uns drin ist. Wenn es denn welche sind. Vielleicht habe ich mich ja auch schon wieder vertan. Aber wir bleiben erstmal bei, es sind welche. Ja, es sind welche. Oh, Bull. Und ich bin denen direkt in die Arme gerannt. Ich verstecke mich mal hier hinterm Baum. Ich habe zwei, habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Einer kommt. Willst du mich? Erster ist weg. Er ist einfach da reingerannt. Alter, Leute. Nur mit dem Bogen. Ne, Blutung lasse ich jetzt mal sein. Und da ist auch schon unser Zahnrad. Sehr schöne Nummer. Das hat mir gerade richtig gut gefallen. Wir haben ein paar Schüsse abgekriegt, aber das Schlimmste, was wir bekommen haben, war Blutung. Ach, schade, leider nur ein Leder dabei gewesen. Aber ist egal, jetzt will ich das Feuerchen von denen angucken. Ich denke, da wird ein bisschen Asche drin sein, vielleicht ein bisschen kaputtes Fleisch oder verbranntes Fleisch. Sehr geil. Ne, nur die Asche. Na gut, dann nehmen wir die halt mit. Schnee? Oh ja, wir haben ja schon wieder Winter. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Mega Base Raid im Winter. Das wäre natürlich auch mal was Feines. Komme ich hier irgendwie rauf? Doch, sieht gut aus. Einmal die Kiste und dann stand dahinter noch ein Erz. Das nehmen wir natürlich auch gleich mit. Ich habe meine Schusswaffen gar nicht gebraucht, bin ich aber nicht böse drum. Nö, ich muss sagen, das war ein schöner Kampf. Bin ich stolz drauf. Das hat mir gefallen. Lief sehr gut. Drei Leute. Schön, dass sie auch so ein bisschen, zumindest der erste kam ja alleine, den hatte ich ja schon weg, bevor die anderen beiden da waren. Und ich glaube, das war auch das, was mir den taktischen Vorteil gebracht hat. Und gut, dass der eine natürlich dem anderen den Po... Oh, da sind noch mehr. Oder ist das die Base? Oh, das ist die Base. Nee, da will ich nicht reinrennen. Ich glaube, hätte keinen Unterschied gemacht, weil der Typ mit dem Helm auf, der hatte ja auch nur noch einen Schuss gebraucht. Also egal, welchen von beiden ich getroffen hätte, die wären beide Matsch gewesen. Ja, dann würde ich sagen, lass mal hier eine kleine Lootrunde noch ausklingen und dann gucken wir gleich mal zu Hause, wie es aussieht. Baumwollsamen, sehr geil. Dafür hat sich der Weg zur Kiste doch schon wieder gelohnt. Ich habe auch schon geguckt, also ich glaube, wir haben aktuell zwei Baumwollpflanzen schon wieder in Arbeit. Die eine ist auch schon so gut wie fertig. Das heißt, unserer Taucherausrüstung steht dann auch nicht mehr so viel im Wege. Und dann ist halt wirklich die Überlegung bezüglich der Höhlen. Ich bin mir echt nicht sicher. Also ich sag mal, der vordere Bereich, den ich auch schon kenne, ne, der jetzt vor dem Patch schon da war, wo man dann halt einfach Kristall abstauben kann,
wenn ich mich sehr, sehr, sehr doll auf Vorsicht einstelle, bin ich überzeugt, dass ich das lebend schaffe, da rein und rauszukommen, ohne große Schwierigkeiten. Wie gesagt, einfach in der Ruhe liegt die Kraft, vorsichtig, langsam reingehen, genug Munition mitnehmen, genug Healpacks mitnehmen und dann sollte das kein Thema sein. Was ist das? Ein Wolf, natürlich. Egal. Die zweite Überlegung, die ich dann noch hatte, kommst doch jetzt nicht hier hoch, oder? Na, jetzt eierst du aber rum. Kannst du nicht einfach stehen bleiben? Sehr geil. Ich habe echt gehadert, ob ich den Schuss jetzt wage oder nicht, weil ich eigentlich felsenfest davon überzeugt war, dass ich den daneben setze. Aber hat ja geklappt, alles gut. Genau, also wie gesagt, ich denke schon, dass ich in der Lage bin, das hinzubekommen. Und dementsprechend da lebend rein und rauskomme. Weil wir brauchen auch auf jeden Fall Kristalle, damit wir ein bisschen den Fortschritt weiter pushen können. Zum einen hätte ich gerne noch ein paar Premium-Pfeile auf Tasche. Und zum anderen eben, ja, wie gesagt, Kristalle brauchen wir auch für die. Das war jetzt nicht mein Ernst. Zwiebeln sind noch nicht so weit. Ist hier noch irgendwas fertig? Ich pflanze absichtlich noch nichts Neues ein, weil ich weiß, ich habe noch unten Samen in der Kiste drin. Da ist die eine Baumwolle, die fast fertig ist. Sehr geil. Wobei, warte, stopp. Flaschen. Der braucht noch nichts. Der kann noch. Und pass auf, er kriegt den hier. Und ich fülle gleich hier vorne mit Schnee auf. Kann ich wieder abkochen. So, schnell runter Samen holen, das machen wir gerade noch fertig. Ja, und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wofür man die Kristalle braucht, aber es war schon das ein oder andere, da bin ich mir ziemlich sicher. Revolver habe ich nicht benutzt. Zahnräder können rüber, das kann rüber. So, dann haben wir erstmal ein bisschen Platz geschaffen. Das kann dahin, das kann dahin, das kann dahin. Möhrensamen, Tomatensamen, die Baumwollsamen habe ich doch eben auch noch gehabt. Wo habe ich die? Hier. Die wollen wir natürlich auch eintüten. Okay. Und das Eis noch ein. Hühnchen. Ihr habt bestimmt auch was für mich. Dankeschön. So, dann gehen wir nochmal hoch, düngen. Pflanzen nochmal Karotten ein und die Baumwolle auf jeden Fall. Gleich mal gucken, wo. Also, hier hatten wir Zwiebeln, Kartoffeln. Zwei von denen. Würde ich jetzt hier die Baumwolle noch mal reinsetzen oder gehe ich wieder auf Tomaten? Nee, komm, ich packe die Baumwolle rein und eine Tomate. Und düngen. Passt. Hier ist auch eine Baumwolle drin, die auch schon gut weit ist. Sehr schön. Und wir haben noch Dünger übrig. Der kommt dann natürlich hier rein. So war hier alles voll. Ja. Hier auch und da hinten war, glaube ich, auch noch nichts fertig. Also von daher alles im grünen Bereich. So, dann lass mich die Flasche noch mal voll machen. Und dann ist gut. Also haben wir ein bisschen Gartenarbeit auch erledigt heute. Gucken wir mal eben die Werte. Oh ja, das sieht gut aus. Einmal. Ich habe ein bisschen den Kühlschrank aufgeräumt. Nö. Dann geht's hier weiter. Und hier nochmal. Ja, es fehlen halt, wie gesagt, jetzt noch Zwiebeln, aber die besorgen wir. Dann würde ich jetzt Strom nochmal auffüllen. Ich glaube, das Insektenkit kann ich schon mal hier lassen. Eine Sache weniger. Die Sachen habe ich alle schon vorbereitet. Dann lass mich mal eben gucken. Also, wir brauchen 200 Masse, 1200 Strom. Eigentlich würde ich jetzt diese 15 Masse nochmal abwarten. Weil es ist ja doch schon ein ganzes Eck.
Ah, meine ich. Ich schmeiß das Ding an. Da haben wir noch mal einiges für Masse. Kurz noch mal vor die Tür gucken. Auch noch mal ein, zwei Erze hacken können. Dann kann ich die eine Spitzhacke auch ruhigen Gewissens schon mal abtauchen lassen. Und dann kriegen wir doch die Distille jetzt schon geregelt hier. Wäre doch eine Schande, wenn nicht. Ist da schon wieder einer drin? Krass. Aber ist cool. Masse nehme ich mit. Schneesturm. Ich müsste auch mal meine Jacke auspacken. Fällt mir mal gerade so ein. Oder habe ich die schon an? Nee, habe ich nicht. So. Also. Halt. Das wollte ich doch da reinschmeißen. Na, guck mal, so viel ist das gar nicht mehr, was da fehlt. So, dann können wir in der Zeit schon mal Klamotten tauschen. Guck mal, die müsste eigentlich mal repariert werden, kostet aber auch wieder teuer. Das machen wir ein andermal. So, jetzt sind wir für den Winter auf jeden Fall wieder gewappnet. Das passt soweit. Braucht man. Das ist schon ein Stück. Kann man nicht anders sagen. Ach, weißt du was? Komm, ich brenne jetzt hier noch mal ein bisschen Leber durch. Das wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht noch reingedrückt bekommen hier. Hauen wir uns mal so einen noch rein. Und wenn es geht, noch so einen. Nee, geht nicht. Nix. Ich muss gleich schon wieder Holz besorgen, aber ist mir egal. Strom geht auch runter gerade. Ja gut, wegen dem Massegenerator, ne? Immer noch nicht fertig. So, schalten wir den aus. Ich denke mal, den Rest kriegen wir auch so hin. Da ist es. Gucken wir hier nochmal durch. Spitzhacke. Hauen wir da auch rein. Warum tauscht er die denn nicht aus? Keine Ahnung. Machen wir es halt so. Und sonst haben wir hier nichts zum Einschmelzen, ne? Na, guck mal. So viel ist das überhaupt nicht mehr. 11. 1, 2, 3. Komm, dann gehen wir jetzt noch 2, 3 Bäumchen hacken. Dann haben wir das zusammen und Strom läuft ja. 4 Grad, 1 Grad. Ja gut, solange wir uns jetzt nicht so weit entfernen, sollte das alles nicht so dramatisch sein. Strom brauchen wir. Ich will auf jeden Fall die Distille haben. Wirkt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen gepresst. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu, es ist auch gepresst. Einfach aus dem Grund, weil ich muss ja noch ein bisschen was dann vorbereiten. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, was ich für den Alkohol brauche. Klar, könnte ich jetzt auch alles googeln und so, aber ich finde es lieber im Spiel raus. Und ich habe keine Ahnung, was man dafür braucht. Also, es gibt Spiele, da macht man das mit Kartoffeln. Dann könnte ich mir auch vorstellen, geht das mit diesem Biosprit. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Deswegen einfach mal gucken. Und sobald die Distille steht, weiß ich ja, was ich dafür brauche. Und dann kann ich nachher auch hingehen und sagen, okay, gut. Wir können Alkohol basteln. Aber wie gesagt, ich muss halt wissen, was ich dafür brauche. So, das wird auf jeden Fall reichen. Lassen wir das einmal durchlaufen. Ich hole nochmal die zwei Bäume hier für die Öfen, dass wir die weiter in Gang kriegen. Und ich denke, dann sollte das auch gleich schon soweit sein. Und ich sehe gerade unten meine Werte. Ich habe fast 83. Ich glaube, so viel hatte ich noch nie. Nee, ich glaube, so viel hatte ich tatsächlich noch nie. Ich habe auch mal geguckt. Also ich glaube, insgesamt 12 Tode oder sowas. Also ich bin ein bisschen stolz auf mich. Das läuft. Dafür, dass es jetzt die zweite Staffel erst ist.
Ich bin mit dem Fortschritt sehr zufrieden. Bis auf jetzt aktuell das Loch, was wir hatten, wegen der nicht Baumwolle, sondern wegen den Erzen. Das ist aber mittlerweile auch schon relativ gut ausgehebelt. Habe ich es auch hinbekommen, ohne so lange Durststrecken, wenn ich es jetzt mal so nennen will. Cool, wie die Pflanzen wackeln. Das ist mir auch noch nie so richtig aufgefallen vorher. Nehme ich alles mit. So. Genau, klar, jetzt hängt es natürlich so ein bisschen an der Baumwolle wieder. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Wie gesagt, also so ein bisschen haben wir ja noch auf der Agenda. Also von daher alles gut. Habe ich hier noch was drin? Ne, die ist auch nicht beködert, ne? Machen wir mal eine Tomate rein. Haben wir ja auch genug von. So. Oh, meine Hühnchen sind auch fertig. Zieht's euch rein. So, und ich glaube, das reicht schon, um. Klar zu kommen. Ups. Na, den noch. Noch ein. Passt. So, Distille. 1200 Strom. Das haben wir schnell zusammen. Dann lasst uns mal eben hier 1, 2, 3. 1, 2, 3, das auch raus, das behalten wir. Und wir können dann in der Zeit nochmal schnell die Pfeilen nachlegen. Hammer, Stöckchen und ein paar Seile müsste ich haben. Können wir gleich nochmal einmal mit dem Reparaturhammer drauf kloppen. Dann sind die auch schon mal geklärt. Passt. Ja, das war jetzt einer verschwendet, aber da kann ich mit leben. Also ein Trefferpunkt. Und hier schmeißen wir alle rein. So, perfekt. Und ich denke, jetzt haben wir den Strom auch zusammen, den wir brauchen. Keine Nägel. Aber ich will jetzt auch keine Bretter rauskloppen. Die brauche ich nämlich. Ne, ein bisschen dauert es noch. Dann lasst mich nochmal ein Brettchen nachbauen. Nägel mitnehmen. Machen wir jetzt mal ein paar Hausarbeiten hier. Bisschen reparieren. La la la, wir kriechen über den Boden. Na, hier noch mal eben durchgeguckt. Aber hier passiert so selten was. Aber trotzdem, zwischendurch. Gut. Jetzt ist es soweit. Die Destille, meine lieben Freunde. Los geht's. Ich würde dann schon bald sagen, der nächste Auftrag wäre dann Dietrich. Oh, das war teuer. Wo ist denn das alles hingegangen? Weg. Da ist er. So, dann lasst uns mal gemeinsam rausfinden, was wir für dieses gute Stück hier noch so brauchen. Wo stelle ich dich mal hin? Oben. Und zwar hier. Noch nie gebaut, das Ding. Alkohol. Eine Flasche Wasser und Kartoffeln. Okay, ich habe mir sowas schon gedacht. Ah, das können wir aufwerten. Stromverbrauch. Ja gut, das ist jetzt nicht so krass, aber Kartoffeln und Wasser. Wasser ist überhaupt kein Problem. Ist die Frage, kriege ich die Flasche wieder? Sechs Kartoffeln, haben wir die? Jo, passt. Und hier noch ein. So, dann lasst uns mal unseren ersten Alkohol herstellen. 2, 4, 5 Flaschen hat er. Ja, Flasche kriege ich wieder. Ja, das ist ja überhaupt gar kein Thema.
Kann ich auch hier drinnen direkt wieder auffüllen, das Ding. Okay, das heißt, wir brauchen eine Menge, Menge, Menge Kartoffeln. Also wäre dann die Frage, ob ich jetzt einfach noch ein weiteres Beet anlege. Nur für Kartoffeln. Seile, Bretter, ja gut, das kriegen wir ja schnell zusammen. Die Flaschen haben wir. Was brauchten wir jetzt noch? Glas, Stoff. Okay, nur der Rest ist kein Problem. Ja, dann würde ich fast sagen, wir machen noch ein zweites Kartoffelbeet. Das heißt, wir würden pro Beet, ich glaube, es gibt immer drei Kartoffeln. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die wir dann in Angriff nehmen müssen. Gut, das heißt also, für den zukünftigen Plan, wir brauchen noch ein Beet, damit wir ein paar Kartoffeln in Produktion kriegen, wo ich dann noch nur Kartoffeln reinpacke. Dann brauchen wir noch diese sechs Baumwolle, glaube ich, waren es, für die Dinger hier. Genau, sechs Baumwolle, damit wir dieses Tauchset bauen können. Wie viel haben wir aktuell? Zwei. Gut, aber ich weiß, die beiden Baumwollpflanzen oben, die sind so gut wie durch. Können wir gleich nochmal nachgucken. Guck mal hier. Machen wir so. Genau, die sind so gut wie durch. Also ich denke, da kommen wir eigentlich mit klar. Ich guck mal gleich nochmal. Dann machen wir das jetzt noch so als abschließende Sache heute. Wie sieht es mit Strom aktuell aus? Ach komm, machen wir uns doch mal ein bisschen Speck. Zack. Machen wir wieder ein Plätzchen im Kühlschrank frei. Dann gehen wir jetzt noch einmal hoch, gucken mal, wie der Stand der Baumwolle ist. Vielleicht ist auch schon was fertig. Boah, das dauert aber. Eiter daus. Aber gut, das ist ja im echten Leben, glaube ich, auch so. Ja, da sind auf jeden Fall Sachen fertig, aber nicht die Baumwolle. Nur ein paar Tomakos. Aber die Zwiebeln sind durch. Wie viele Zwiebeln gibt es da? Das heißt, kochen. Das machen wir auch gleich noch, wenn ich jetzt nicht zu viel rausgeballert habe an Strom für das Steak. Aber gut, dann wäre es halt so. Wasser habe ich hier jetzt gar nicht gecheckt. Doch, passt. Passt auch. Und noch ein Hüpferle hier rüber. Hier könnte auch was fertig sein. Unsere Baumwolle, sie ist da. So, dann lass uns mal eben runtergehen. Einen Stoff kriegen wir noch hin. Ja, gucken, hat sich das ja doch gelohnt, dass wir das jetzt gerade gemacht haben. Also, wir brauchen erstmal 200 Strom, Hammer. Zwei Möhren, zwei Kartoffeln und ein so ein Rinderding. Also, ein so ein Rinderding. Zwei Kartoffeln. Zwei Möhren. Zwei Zwiebeln. Auf geht's. Und dann kümmern wir uns jetzt zum Abschluss noch um Banditen, oder wie hört sich das da für mich gerade an? Bauen wir gleich. So, wo seid ihr, Jungs, denn? Andere Seite. Auf Kampfstation. Oh, die haben mich angezündet. Oh, da ist ja noch einer, den habe ich gar nicht. Oh, dang it, meine Pfeile sind leer. Oh, der hat mich erwischt, ich ihn aber auch. Der ist hin. Einen haben wir noch. Natürlich musstest du jetzt noch irgendwas zünden da. Drei Banditen. Und das zum Abschluss. Sehr cool. Geh mal kurz looten. Achso, und das eine Stoffdings wollte ich noch machen, ne? Die nehme ich mit. Halt, hier lag doch auch irgendwo einer. Oder war das der erste hier? Zwei Rucksäcke brauchen wir. Oh, sehr schön. Auch sehr schön.
Und auch sehr schön. Coole Nummer. Nee, auf Wolf habe ich jetzt keine Lust. Den ziehe ich jetzt einfach mit. Ach, da ist ein lebendes Hühnchen in der Falle. Das müssen wir auch auf jeden Fall noch schnell einsacken. Jetzt die Tür verfehlen. Das wäre es ja gewesen. Komm, lauf. Das können wir nämlich schnell eintüten. So, und jetzt machen wir aber wirklich abschließend nur noch den Baumwollstoff und dann ist Feierabend. Sonst kommen wir ja nie wieder raus hier heute. Das läuft noch. Okay, so, also wir brauchen zwei davon und drei davon. Yes. Haben wir vier, fehlt noch einer. Baumwolle oben ist fertig. Zahnräder haben wir jetzt genug. Shotgun-Muni passt. Das passt, das passt. Und ein paar Pfeile muss ich mir gleich noch herstellen. Nägel. Rüber, rüber. Okay, gut, aber da braucht ihr jetzt nicht zugucken. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier morgen wiedersehen. Vielleicht kriegen wir morgen die Tauchausrüstung fertig. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann, ja, viel Spaß, bis morgen. Stopp, es ist noch Tschüss. nicht vorbei. Und zwar haben wir hier schon wieder Gesellschaft von den coolen Jungs da unten. Beigeschossen. Scheint nur der eine zu sein. Und ich treffe ihn nicht mal. Habe ich dich. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.